Hallo liebe Zockerfreunde, hier ist wieder euer Markus und ich bin zurück aus dem Urlaub nach 2 Wochen und wir befinden uns bei Crusaders of the Lost Idols und da ich in diesen 2 Wochen nicht gespielt habe, ein kurzes Update und was ist natürlich das Besondere, wenn man so lange weg war und ein Run gemacht hat? Richtig, man kriegt einen ordentlich fetten Time-Bonus. Ich bin jetzt hier fast bei Area 1800, so weit komme ich momentan. Hab auch noch die Bonus-Idols mit dabei und würde oder kriege jetzt 32 Millionen Idols mit einem Run. Und das machen wir jetzt auch. Warum kann nicht jeder so sein? Ja, ansonsten in meiner Abwesenheit gab es 2 Neuerungen, beziehungsweise ein neues Event ist gerade da. Superhero Spring. Das ist jetzt auch das dritte Mal. Da gibt es Death Puddle, also Death Pool. Und habe es mir noch nicht angeguckt. Bin mal gespannt. Grundsätzlich dürfte ich aber keine Probleme haben, die Quests zu erledigen. Und in der Zeit kam tatsächlich eine neue Kampagne raus. Und ja, ich bin ja so gut wie durch mit fast allen. Mach die immer, wenn jetzt gerade kein Event ist. Also ein paar habe ich noch vor mir. Aber grundsätzlich auch hier Park of Doom. Schon so alles durch, was das Schwerste ist. Und jetzt kommt was Schweres dazu. Finkelbottoms Revenge. So klassisch. Ja, Diamantenformation, würde ich sagen. Klassisch erstmal nur die Area 500. Und dann kommen die 650. Und dann kommen die schwierigen Sachen dazu. So, wir starten aber erstmal das neue Event Superhero Spring. Und da fange ich immer an mit Freeplay, da ich seit dem letzten Mal der Events meine Formation sicherlich geändert habe. Kamen ja immer einige dazu. Und ich wähle ja immer die Formation, dass ich relativ schnell durchkomme. Das heißt also, so. Okay. Also erstmal alle Crusader, die irgendwie das Vorankommen beschleunigen. Und dann baue ich mir dann meine Formation zusammen. So, Pete ist ein bisschen für DPS. Nehme ich einen netten Buff dabei. Ist gar nicht so viele Slots. Mal gucken. Zack. Annie. So. Die will ich alle nicht dabei haben. Okay, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich habe genügend Event-Token dabei. Bonus kriege ich auch schon fast den vollen. Schauen wir mal, hier haben wir auch alles erfüllt. Ah, schon die vierte Runde. Ah ja, glaube ich, eine der wenigen Achievements, die ich noch nicht habe. Mal sehen, ob ich mich dann daran wage. Ja, dann schauen wir mal. Ansonsten noch ein paar Quests in der Zeit. So, erstmal die unwichtigen. Ich glaube, einen Gegenstand hatte ich dabei, genau. Und neue Rezepte. Die sind immer gut. Schauen wir mal. Oh. Selten, aber möglich anscheinend.
So, Hauptsache die klappen jetzt. Ja. Naja, epische Rezepte ist immer gut. Auch ein Legendary Cataclysm. Und ein Legendary. Sehr schön. So, hier warte ich noch, bis ich erstmal alle ausgesucht habe. Nicht, dass ich einen der wichtigen Crusader da auf eine Mission schicke. Das würde mich ein bisschen ärgern. So, Littlefoot kommt mit. Und ist auch immer dabei, eigentlich. So, Mini mache ich da. Naja, denke ich wird so. Shadow Queen. Und ich muss endlich mal die Quest erfüllen, dass ich durchsprinten kann bis 1000. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Kurzer Einblick, wie es nach meinem Urlaub weitergeht. Viel Spaß mit der neuen Kampagne und sollte es was Neues geben, seht ihr wieder ein Video auf diesem Kanal. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und dass ihr uns abonniert und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Markus. Ciao.